jetzt doch mehr zu tun. Ich glaube, dass das eigentliche Problem ist, dass einige sich auf Begriffe fixieren, wie zum Beispiel schwere Waffen, wo wir hier ein vierstündiges Seminar darüber abhalten könnten, was das wohl wäre. Zeit haben wir jetzt nicht. Haben wir nicht, deshalb sage ich mal, gibt es ja ein paar Sachen, über die wir klar sind. Es hat Forderungen gegeben, wir sollen Schiffe liefern oder Kampfflugzeuge oder U-Boote, hat es auch gegeben, verschiedene Sachen. Und deshalb ist doch nicht die Antwort schwere Waffen oder nicht Waffen. Wir liefern ziemlich gefährliche Waffen von Anfang an, wenn ich das mal dazu sagen darf. Und wir erwägen aber bei jeder Entscheidung, welche Konsequenzen das hat und ob das überhaupt nutzt. Aber die Öffentlichkeit, Herr Bundeskanzler, hat doch den Eindruck gewonnen, im Inland und im Ausland, zum Beispiel die Entscheidung, den Gepard zu liefern, das hat einfach lange gedauert. Sie haben auch die Argumente immer wieder gewechselt, haben neue Argumente gefunden, andere zurückgenommen. Und nochmal, Sie haben den höchsten moralischen Druck aufgebaut mit dem Verweis, da gibt es die Gefahr des Dritten Weltkriegs. Sind Sie eigentlich Ihrem eigenen Anspruch gerecht geworden, ein Bundeskanzler zu sein, der klare Führung zeigt? Ja, und die Führung besteht ja daran, dass ich nicht jedem, der laut ruft und falsche Argumente verwendet, nachgebe. Sondern dass ich sehr klar sage, was der Kurs ist. Und den habe ich eben beschrieben in der Reihenfolge der Dinge, die wir machen. Und ich will ausdrücklich dazu sagen, wir haben jetzt immer wieder Entscheidungen getroffen, die sich aus dem konkreten Kriegsgeschehen ergeben und die auch etwas damit zu tun haben, dass sie vernünftig sind. Könnte das heißen, Herr Scholz, dass nach dem Gepard dann doch noch irgendwann der Leopard kommt, was Sie bisher ausgeschlossen haben? Ich will Ihnen mal was sagen, was vielleicht wichtig ist, weil es so selten berichtet wird. Was wir tun im Hinblick auf Kampfpanzer zum Beispiel, ist die gleiche Entscheidung, die die USA getroffen haben und die anderen, die ich eben alle aufgezählt habe. Alle wissen übrigens, auch in den USA, wie in Deutschland, auch jeder, der es wissen will, dass es bei den Dingen, die wir liefern, mehrere Aspekte gibt. Einer davon ist, können die damit überhaupt was Vernünftiges anfangen, weil sie dafür Ersatzteile haben, weil es da Munition gibt, weil man darauf ausgebildet ist. Aber der Gepard ist auch kompliziert und jetzt nehmen Sie das gleiche Argument für den Leopard. Da geht es um ungefähr 50 Stück. Das ist etwas, was man bewältigen kann und eine ganz andere Dimension ist als die Dinge, die sonst diskutiert worden sind. Und nochmal, ich sage ausdrücklich, der Fehler beginnt, wenn man sich mit dem rhetorischen Wort schwere Waffen überhaupt aufhält. Denn das ist etwas, wo kein Mensch was mit anfangen kann und was einen davon wegführt, eine konkrete Sachentscheidung zu treffen, die vernünftig ist im Hinblick auf die Aspekte, die für uns bei der Wahrung des Friedens wichtig sind. Und damit ich der Frage nicht ausweiche, die Sie gestellt haben, es machen sich in diesem Land ganz viele Bürgerinnen und Bürger, viele von denen, die uns jetzt hier zuschauen, große Sorgen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt, die über die Ukraine hinausgeht. Und sie machen sich diese Sorgen ja auch durchaus berechtigterweise. Deshalb habe ich von Anfang an gesagt, es wird keine Beteiligung der NATO und auch von Deutschland an diesem Krieg unmittelbar geben. Der amerikanische Präsident hat das seinen Bürgerinnen und Bürgern gesagt, viele andere auch. Wir haben zurückgewiesen, als mit der gleichen Werbe, mit der jetzt diskutiert wird über diesen Begriff, diskutiert worden ist, es sollen Flugverbotszonen eingerichtet werden, was bedeutet hätte unmittelbare Kriegsbeteiligung der NATO. Und das will ich ausdrücklich sagen. Die letzten Jahre und Jahrzehnte ist es uns gelungen, in einer atomar hochgerüsteten Welt den Frieden zu bewahren, weil am Ende alle genügend Rationalität hatten, um zu sagen, eine direkte Konfrontation zwischen NATO und Russland wird vermieden. Sie sagen, erklären Ihren Kurs. Was ist denn das Ziel? Was die Ukraine fordert, ist ja klar, mehr Gerät, auch mehr schweres Gerät, mehr Panzer. Was ist das Ziel der deutschen militärischen Beteiligung? Sie haben immer gesagt, Putin darf nicht gewinnen. Aber heißt das auch, die Ukraine muss Russland besiegen? Sagen Sie das auch? Unser Ziel ist, dass es sofort zum Ende der Kampfhandlung kommt, dass Russland den Krieg beendet und seine Soldaten aus der Ukraine wieder zurückzieht. Und das, was ich formuliere, ist ganz bewusst so gesagt, dass ich sage, Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren. Wir müssen zurückweisen, dass jemand im schlimmsten Stil des Imperialismus des 18. und 19. Jahrhunderts sagt, mein Territorium ist nicht groß genug, die Grenzen gefallen mir nicht, die waren früher mal anders und mit Waffengewalt versucht, das zu ändern. Aber Sie sagen, und das ist das Ziel. Nicht die Ukraine soll siegen, soll gewinnen, weil Sie wissen, das ist gar nicht möglich? Oder warum das Gefühl, dass es dem einen oder anderen verborgen geblieben ist, aber ich sage es deshalb noch mal klar. Russland ist eine der hochgerüstetsten Nuklearmächte der Welt, eine Weltmacht auch in diesem Sinne. Und deshalb muss es unser Ziel sein, dass
diese Politik nicht gelingt, die letztendlich heißt, die Nachbarländer sind mein Hinterhof, da bestimme ich, was da passiert. Und wenn da was geschieht, was mir nicht gefällt, dann komme ich mit Gewalt. Das muss zurückgewiesen werden. Und verloren hat Putin, wenn er seine Truppen von ukrainischem Territorium zurücktritt. Er hat überhaupt seine ganze Operation nicht zu Ende gedacht. Denn erstens hat er nicht gedacht, dass die Ukraine einen solchen Widerstand leistet. Er hat nicht gedacht, dass wir sie militärisch so unterstützen, dass sie so lange durchhalten kann. Er hat nicht gedacht, dass so viele Länder, und Deutschland hat ja zusammen mit den USA noch vor Kriegsausbruch den großen Teil der Sanktionen vorbereitet, so viele Länder Sanktionen verhängen gegen Russland, die unmittelbar wirksam sind. Und was er immer noch nicht bedacht hat, dass wenn er jetzt vielleicht sich beschränkte, und da bin ich nicht sicher, ob das so ist, auf eine Teileroberung in der Ukraine und dann die Waffen einfach aufhören zu sprechen und nicht mehr geschossen wird und alles bleibt so, wie es ist, dass er dann immer noch nichts gelöst hat für sich. Denn wir werden ja, und das ist der Fehler in seinem Kalkül, wir werden ja ohne ein Einvernehmen mit der Ukraine nicht die Sanktionen wieder aufheben. Er muss sich mit der Ukraine einigen und das wird er nicht mit einem Diktatfrieden hinkriegen. Das wird er nicht hinkriegen, wenn er einfach seine Bedingungen vorschreibt und sagt, nehmt sie jetzt. Bitte machen Sie es mal ganz kurz, Herr Scholz. Aus der Sicht Deutschlands, aus der Sicht der NATO, ist das Ziel, dass sich Putin zurückzieht aus dem Territorium der Ukraine? Das steht der Ukraine zu und deshalb unterstützen wir sie in ihrem Verteidigungskampf. Wir wollen nicht, dass jetzt hier einfach mit einem solchen Einsatz Gebietsgewinne militärisch erzielt werden und es dann dabei bleibt. Einschließlich der Krim. Wir werden nicht akzeptieren, dass die Krim annektiert worden ist. Das war ein Völkerrechtsbruch. Das haben wir schon seinerzeit gesagt, als ganzes Land und auch parteiübergreifend. Das bleibt auch richtig. Und ich will das nochmal dazu sagen. Die Friedensordnung, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Europa entwickelt haben, beruht auf der Idee, dass die Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Und schon die Annexion der Krim war ein Bruch mit diesen Prinzipien. Der amerikanische Verteidigungsminister hat ein weiteres Ziel formuliert, Herr Scholz, nämlich das Ziel sei nicht der Regime Change, also kurz gesagt, Putin muss weg, sondern eine dauerhafte strategische Schwächung Moskaus, das nie mehr zu solchen Angriffen auf Nachbarländer in der Lage sein soll. Teilen Sie auch dieses Ziel? Unser Ziel muss sein, dass die Ukraine ihre Souveränität, ihre Freiheit und ihren Wunsch, in einem demokratischen Land zu leben, verteidigen kann. Dafür unterstützen wir sie. Unser Ziel muss auch sein, dass Russland mit diesem Vorhaben nicht durchkommt, dass es nicht klappt, was sie sich vorgenommen haben. Das ist das Ziel, das wir jetzt haben. Und das ist schon schwer genug, wie wir jeden Tag sehen, wenn wir diese grauenhaften Bilder aus der Ukraine gemeinsam verfolgen, die uns ja alle tief ans Herz rühren und die uns alle umtreiben. Dabei helfen sollen jetzt vor allem die Sanktionen. Die sollen ja Putin zum Aufgeben bewegen. Inzwischen wird über ein sechstes Sanktionspaket gesprochen. Das wird vorbereitet. Wie schnell kann es jetzt ein Ölembargo geben? Deutschland hat die Lieferung zurückgefahren. Der Wirtschaftsminister sagt, das können wir jetzt verkraften. Aber andere Länder sagen das eben nicht. Ungarn jetzt gerade heute blockiert ja offenbar. Wie schnell kann jetzt ein Ölembargo kommen und hilft es dann eigentlich? Bewirkt es noch was? Die Sanktionen, die wir bisher verhängt haben, sind vor allem die wirksamsten. Insbesondere die Finanzsanktionen, Sanktionen gegen die Zentralbank. Bei einem so großen Staat ist das in der Vergangenheit noch nie gemacht worden.